Hallo zusammen, wir sind zurück bei FIFA. Ich habe soeben die MLS-Teamgrundlagen abgeschlossen. Dann will ich mal kurz vorstellen, wie das war. Man braucht 15 Tore mit MLS-Spielern. Das heißt, man stellt ja sowieso 7 MLS-Spieler auf. Ich habe die Defensive nicht MLS, die Offensive ja. Dann funktioniert das automatisch. Dann auch 15 Tore vorbereiten, weil man nämlich 15 Spiele spielen muss. Wer in 15 Spielen nicht 15 Tore machen kann, ja. Da braucht halt mehr Spiele als 15 Spiele. Und gewinne 10 Spiele. Ich habe genau 15 Spiele gebraucht. Nach 14 Spielen hatte ich entsprechend die 10 Siege fertig. Sind super Spieler. Dieser Long ist ein super Innenverteidiger. Also von den Werten her wie Upamecano in Form, der fast 300.000 kostet. Dann haben wir noch den Lima als Linksverteidiger, der vergleichbar mit Davis ist. Also die kann man echt beide spielen. Der Bojan ist auch okay. Aber wenn man jetzt Smolet oder zum Beispiel Sabitzer oder Forsberg hat, braucht man die natürlich nicht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall so, dass wir die haben. Und ich freue mich echt sehr. Na, da sieht man es nochmal vernünftig, würde ich sagen, von den Werten her. 80 Tempo, 82 Defensive, 86 Physis. Was will man mehr als Innenverteidiger? Dribbeln, passen geht auch. Ja, reicht. So. Dann kommt er erstmal ins Verein, in den Verein, ins Verein. So, dann kriegen wir nochmal zwei seltene Spielerpacks. Früher hieß es ein seltener Goldspieler, jetzt ist es ein Spieler 75 plus. So. Dann haben wir den Lima, 92 Tempo, 75 Defense, 83 Physis, 81 Dribbeln, 73 Pace, 69 Schießen. Ich glaube, der ist sogar eigentlich besser als Davis. Ist halt nur ein Tuck langsamer. Aber da kann man ja mit Cam Styles nachhelfen. Ich werde auch gleich mal versuchen, die einzubauen. Wenigstens Linksverteidiger, Innenverteidiger für mein Team. Der Boja natürlich nicht. Dafür ist er zu schlecht. So. Dann haben wir jetzt alle Spieler freigeschalten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis demnächst. Ciao, ciao.